Und damit herzlich willkommen zurück zu Scene Talk. Und heute geht es um absolute Giganten, einem deutschen Comedy-Klassiker. Und wie dieser Film ist, verrate ich euch nach dem Trailer. Ich bin seit heute nicht mehr auf Bewährung. Und was geht jetzt ab, freier Mann? Es müsste immer Musik da sein. Bei allem, was du machst. Wenn es so richtig scheiße ist, ist wenigstens noch die Musik da. Guten Morgen. Morgen. Dreimal alles. Absolute Giganten startet am 30. September 1999 in den deutschen Kinos und erzählt die Geschichte von Floyd, Rico und Walter. Sie leben in Hamburg, sind sehr gute Freunde. Rico ist eher so der, naja, wie sagt man, dieser Rapper. Er mag diesen so möchtegern Rapper. Walter ist so ein richtiger Autonarr. Und Floyd, der ist gerade auf Bewährung. Und er hat seinen Freunden jetzt beiden erklärt, sobald diese Bewährung rum ist, er mit einem Containerschiff runter nach Südafrika fahren möchte. Nun sehen sie ihre Freundschaft gefährdet und möchten aber trotzdem aus dieser Situation raus die letzten besten Stunden ihres Lebens in ihrer Heimatstadt machen. Und da geht eine ganze Menge schief. Und das ist quasi die Geschichte hinter Absolute Giganten. Und ich hatte den Film noch nie gesehen und habe immer nur ganz viel Lob über diesen Film gehört. Er soll so toll, so nett, so lustig sein und eine der besten Kicker-Szenen der Geschichte haben. Und ich bin ehrlich, ich habe noch nie viele Kicker-Szenen gesehen, aber das ist mit Abstand die beste. Denn die ist wirklich richtig, richtig gut gemacht. Die kommt zwar erst recht weit hinten im Film, aber die ist echt ziemlich gut. Und jetzt kommen wir mal zu richtig positiven Punkten, denn mit 80 Minuten ist Absolute Giganten ein so kurzweiliger wie spaßiger Film, der sich nie zu ernst nimmt, der immer wieder so kleine Lache hat, aber auch Emotionalität, also so ein wunderschöner Mix aus Melancholie trifft auf so Pulp Fiction Hangover Humor, ein bisschen, nur nicht so unter die Gürtellinie, aber für mich passt das alles so toll zusammen. Er hat definitiv einen Tarantino-Vibe und das muss man ihm definitiv lassen, nur aus deutscher Sicht. Und das macht diesen Film so besonders. Besonders auch noch diese Schauspieler. Denn wir haben Frank Gehring, wir haben Florian Lukas, wir haben Antoine Monnot Jr. Florian Gehring kennt man unter anderem auch. Frank Gehring kennt man unter anderem aus Funny Games. Da spielt er einen dieser Jungs, die quasi die Familie foltern. Antoine Monnot Jr. kennen wir als Technik, aber auch als Who Am I, sowie Das Experiment oder Lamborg. Und das ist eine tolle Chemie, die hier vor der Kamera produziert wird. Das zieht den Zuschauer rein, man spürt diese Freundschaft. Das alles ist greifbar und es überträgt sich wunderbar auf den Zuschauer. Und mit 80 Minuten ist er noch so kurz, dass es sich anfühlt wie ein Schnipsen, dass dieser Film wieder vorbei ist und diese Reise wäre noch lange, lange nicht zu Ende. Und das kriegen Filme in diesem Bereich leider selten hin. Deswegen muss ich ehrlich gesagt sagen, ich hätte gerne noch mehr gehabt. Ich hätte gerne noch so ungefähr 10, 15 Minuten mehr von dem Film gehabt. Das hätte ihn vielleicht entschleunigt, weil der Film legt eine richtig krasse Geschwindigkeit vor. Aber für das, was er tut und für das, was er erzielen möchte, ist das genau perfekt. Und deswegen kriegt Absolute Giganten von mir auch eine Punktzahl von 8 von 10 möglichen Punkten. Das ist tatsächlich eine der besten deutschen Komödien, die ich so kenne. Es gibt ein paar
die gut sind, aber keine, die so gut sind wie, wie Absolute Giganten. Ich wollte jetzt gerade 25 km/h sagen, aber der ist nicht so gut wie Absolute Giganten. Habt ihr den Film schon mal gesehen? Wenn ja, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr ihn fandet. Ich würde mich da sehr drüber freuen. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und haut rein.